Horst, ich habe dir gerade hier den Anstecker dran gemacht. Was verbindest du mit Respekt? Ja, Respekt habe ich schon sehr früh gelernt. Schon gleich am Anfang, wo ich Fußball angefangen habe zu spielen. Dann bin ich hier nach Kaiserslautern gekommen. Da war einer, der da das Sagen hatte, Fritz Walder. Also. Da habe ich sehr viel gelernt. Und dann bin ich auch sehr früh ja in die Nationalmannschaft gekommen. Da war wieder einer, der noch mehr darauf geachtet hat. Herberger. Sepp Herberger. Und daher habe ich sehr früh gelernt, was heißt Respekt. Ihr seid dann Weltmeister geworden, was keiner erwartet hat. Und dieses Weltmeisterwerden hat Deutschland, was ja ziemlich am Boden war und auch, kann man sagen, natürlich durch den Nationalsozialismus, also zu Recht am Boden war, hat es dann wieder so ein bisschen aufgehoben, dieser Weltmeistertitel, und hat auch den Menschen drumherum, ich denke in der Welt auch gezeigt, es sind jetzt nicht nur Kriegsverbrecher die Deutschen gewesen, sondern es sind, die haben den Krieg verloren und haben jetzt was geschaffen, fast 10 Jahre nach Kriegsende, was der Nation Deutschland auch wieder ein wenig Respekt in der Welt gebracht hat. Habt ihr das gespürt oder wie war das für euch? Weil es war ja die Verlierernation, hat plötzlich ja, war sehr unerwartet gewonnen. Ja, das war für uns ja auch eine ganz, ganz tolle Sache. Wir sind ja in die Schweiz gefahren als krasser Außenseiter. Mit uns hat ja niemand gerechnet. Auch wir haben am Anfang nicht mit uns gerechnet. Erst wie wir im Endspiel waren, dann haben wir gesagt, jetzt wollen wir Weltmeister werden. Aber wie wir dann nach Deutschland gekommen sind, dann haben wir erst gewusst, was diese Weltmeisterschaft, was das bedeutet für uns. Das heißt, war so ganz persönlich, du hast, sagen wir mal, wenn man jetzt bei dem Thema, so bei dem Begriff Respekt, du bist, sagen wir mal, vorher zum Bäcker gegangen, vor der Weltmeisterschaft und hinterher zum Bäcker bei der Weltmeisterschaft. Sind dir die Leute, die gleichzeitig eingekauft haben oder in der Fleischerei oder wo auch immer, sind dir die mit größerem Respekt dann begegnet oder was war das? Ja, das stimmt, ja? Das habe ich auch gemerkt, mit größerem Respekt, weil sie sich gesagt haben, der Junge hat vielleicht was gemacht, was sehr wichtig war. Oder die Mannschaft hat was gemacht, die sehr wichtig war zu dieser Zeit. Wir waren ja auf der ganzen Welt politisch, wirtschaftlich und auch sportlich überhaupt nicht anerkannt. Und erst nach dieser Weltmeisterschaft, da haben die Leute ja gesagt, nicht nur die Elf und Herberger sind Weltmeister geworden, sondern wir sind Weltmeister geworden. Das Wir-Gefühl wurde wieder ganz groß geschrieben. Ja. Und das hat uns auch immer wieder stolz gemacht. Ich finde das... Das Tolle ist, dass du für mich jemand bist, der diesen Respekt also so bis heute trägt. So. Und manche haben ja, man kann ja auch, es gibt auch so den bisschen Begriff den vom falschen Respekt. Mhm. Und als ich dem Horst Eckel zum ersten Mal begegnet bin, als wir uns kennengelernt haben, da habe ich so ein bisschen, sagen wir mal, das Falsche in Anführungsstrichen. Ich hatte Respekt vor dir, weil ich gewusst habe, dass du Weltmeister warst. Aber man muss ja von einem Weltmeister nicht in die Knie gehen. Und ich weiß noch, das war das Schöne bei uns eben. Und deshalb möchte ich mit diesem falschen Respekt mal aufräumen, dass ich habe dich ja dann auch gesiezt. Ich meine, das ist natürlich auch eine Art von Respekt, dir zu zeigen, ne, wie man sich begrüßt. Und das Tolle war, dass du das dann so aufgelöst hast. Weißt du noch, wie das war? Ich habe dich immer gesiezt und was du dann gesagt hast, weißt du noch? Ne, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß, aber wir saßen dann beim Restaurant und du sagst, hör mal, und der Fußballer, da sieht man sich doch nicht schon. Ne? Und da hast du mir quasi, und ich habe aber diesen Respekt an sich, den ich vor dir habe, vor deiner Leistung, was du geleistet hast, den habe ich nicht verloren. Nur diesen in Anführungsstrichen falschen Respekt, dass ich eben vor dir jetzt nicht in die Knie gehe, aber so dich aus so einer Unterwürfigkeit ansehe. Mhm. Weil das muss man mal klären, dass manche Menschen, das hat manchmal sowas, man darf keinen falschen Respekt haben. Das kenne ich vom Theater. Wenn ich mit einem Kollegen arbeite, der schon Don Carlos, Hamlet gespielt hat, dann muss ich immer aufpassen, dass ich sage, der hat Don Carlos und Hamlet gespielt, das erkenne ich an. Aber deshalb darf ich jetzt keine Angst haben davor. Mhm. So. Also Angst ist ganz das falsche Thema. Und das finde ich eben so schön, wenn du da wahrscheinlich da hinten sitzt und dann hier die ganzen Fans drumherum. Ich meine, stell dir mal vor, heute hast du, glaube ich, die Mannschaft schon gesehen. Ja. Stell dir vor, die hätten Angst vor dir. So, dass sie, oh, ich habe so viel. Sondern die müsste eigentlich den Respekt haben und sagen, wir sehen Horst Eckel und deshalb wollen wir auch Weltmeister werden. Ja, so haben sie sich ja auch benommen, die Jungs. Das war auch ganz toll. Sie haben zugehört und ich habe noch nie zu jemandem gesagt, sie müssen so großen Respekt vor mir haben. Ich habe immer gesagt, ich bin Mensch. Ich bin ein Mensch wie ihr auch. Ja. Und das möchte ich auch bleiben. Das bin ich auch geblieben. Ich habe immer Respekt gehabt vor Fritz Walder und Herberger. Vor Fritz Walder, der hat auch immer zu mir gesagt, wir sind doch
Sportkameraden, nicht? Und bei Herberger war das wieder was ganz anderes. Bei Herberger habe ich bis zum Schluss sehr großen Respekt gehabt. Aber nicht, dass ich Angst gehabt habe vor ihm. Das habe ich brauche gar nicht. Mhm. Und Fabrice Walter sowieso nicht. Das waren zwei Menschen, die ich, wo ich gesagt habe, das ist was anderes wie jeder andere. Wie meine anderen Mitspieler. Ich habe auch vor Ottmar Walder und Liebrich und alle großen Respekt gehabt. Die haben schon die Nationalmannschaft gespielt, wie ich hierher gekommen bin. Und alle diese Sachen. Aber dass ich dann in die Knie gegangen bin, das habe ich auch nicht gemacht. Mhm. Aber gewissen Respekt muss man immer haben. Ja. Ja. Das ist wichtig. Und meinst du, einer von den roten Teufeln hier hat die Chance mal, das zu erreichen, was du erreicht hast? Du hast heute am Platz da gesehen. Ja, das kann man nie sagen. Wie ich hierher gekommen bin, hat auch niemand dran geglaubt, dass ich mal Nationalspieler werde. Es hat niemand mal geglaubt, dass ich sogar Weltmeister werde. Niemand, auch ich persönlich nicht. Aber ich bin's geworden. Und für das ist es sehr schwierig zu sagen, wer vielleicht von diesen Jungs ganz nach oben kommt. Horst, danke dir für das Gespräch. Ich habe Respekt vor dir. Danke.